Willkommen bei Cupacino. Ich habe euch heute einen Zug mitgebracht. Das ist die 171. Das Set stammt aus dem Jahr 1972 und hat 147 Teile. Der Zug stammt aus der sogenannten blauen Ära, wie man hier unschwer an den blauen Schienen erkennen kann. Dieses Zugsystem wurde von 1966 bis 1979 produziert. Und unterscheidet sich, gerade aufgrund der Schienenfarbe, von der sogenannten grauen Ära, die dann danach kommt. Ich zeige euch erstmal, wie die Schienen zusammengebaut werden. So, die Schienen bestehen aus drei Teilen. Zum einen den Schwellen, dann den glatten inneren Elementen und den geriffelten äußeren Elementen. Und glaubt mir, nach guten 40, 45 Jahren diese geriffelten Elemente sauber zu machen, war ein total großer Spaß. Hust. Die werden einfach nur jeweils mit einer Noppe hier auf den Schwellen befestigt. Klick, klick. Innen, außen. Da ist also eine gewisse Flexibilität im Spiel, das sind quasi Flexschienen. Und bei dem Zug ist genau ein Kreis dabei, wie es heute auch öfter mal bei den kleineren Zügen der Fall ist, wie beim beim Holiday Train oder dergleichen. Und der hat ungefähr einen Durchmesser von 70 cm. Deswegen konnte ich das jetzt auch nicht komplett aufbauen, weil das mit Ausschnitt des Kamerabildes und ihr seht den Zug, alles hier ein bisschen meinen Tisch gesprengt hatte. Aber einen halben Kreis haben wir doch positionieren können. So, das Set besteht, ist ein Schiebezug, also nicht motorisiert, besteht aus einer Lok und drei Anhängern. Und die zeigen wir jetzt mal nach und nach. Die sind alle über diese rot-blauen Magnetkupplungen miteinander verbunden. Und damals gab es noch nicht diese Drehmagnetkopplungen, deswegen rot und blau, dass man genau weiß, welche man zusammenstecken muss. Dann erstmal die Lok. Die hat hier so kleine Türchen. Das ist aber nur so weit bespielbar, dass da trotz der Türchen leider keine Figur reinpasst. Wobei man sagen muss, diese Figuren gab es auch zu der Zeit noch gar nicht. Die sind erst ein paar Jahre später auf den Markt gekommen. So. Hier vorne sind Lampen angedeutet. Ansonsten kleine Dampflok. Jetzt nicht viele Details, aber sieht ganz niedlich aus. So. Dann haben wir als nächstes diesen kleinen Waggon. Hier könnte mein Mädel natürlich reingehen. Türen auf. Türen zu. Viel mehr nicht zu sagen. Vorne und hinten die Kupplungen. Jeweils zwei von diesen Gartentürchen. So kenne ich sie eigentlich von früher. Und dann. Ja, dann ein Güterwaggon, auf dem vielleicht irgendwie Steine, Holz, irgendwas befestigt sind. Und ein nettes kleines Teil, das wahrscheinlich auch einen Großteil des Spielspaßes hier ausgemacht hat. Und zwar ein Kipper. Der liegt hier einfach nur oben drauf und ist aber trotzdem in seiner Kippfunktion dann erstaunlich stabil. Also fällt nicht beim Kippen runter, obwohl er jetzt eigentlich nur lose hier zwischen den Noppen liegt. Ich finde ganz interessant, dieses Teil, das vorne und hinten benutzt ist. Also dieser Kipper besteht aus fünf Teilen. Quasi zweimal diesem Dreieckteil und dann aus drei Plates. Und dann schiebt man den munter hin und her. Oh, mein Zug ist entgleist. So. Mit Soundeffekt. Gut, den kann man jetzt so viel im Kreis fahren. Das macht dann eine Zeit lang Spaß, aber wahrscheinlich wird es irgendwann ein bisschen langweilig. Deswegen, was haltet ihr davon, wenn wir mal schauen, was noch in der Kiste war? Das hat Spaß gemacht. Ich habe jetzt noch ein bisschen was vorbereitet
Und ja, zeigt euch einfach mal, was man hier jetzt alles Schönes spielen kann. Wir haben ein Schaffnerhäuschen, beziehungsweise ein, hier ein Schrankenwärterhäuschen mit kleiner Minifigur. Das zeigt, dass das Ganze schon etwas, dann etwas neuer schon ist, weil die erst ein paar Jahre nach dem Zug gelauncht worden ist. Wir haben verschiedene Schienenergänzungen. Wir haben hier zum Beispiel eine Kreuzung, wir haben eine Weiche. Ja, und jetzt spielen wir einfach ein bisschen, würde ich sagen. Also, der Schrankenwärter öffnet die Schranken. Der kleine Kipplaster aus dem Kieswerk kommt angefahren. Schrank wieder zu. Tutut. Fahren. Und. Ah, bisschen Schwund ist immer. Ja, komm. Und auf zum Kieswerk. Bum, 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 bum. So, genau. Also, da ist nur eine von unzähligen Spielmöglichkeiten. Und dann gucken wir nochmal genau, was wir hier haben. Das Schrankenwärterhäuschen ist die 146. Die hat, wie gesagt, diese kleine Figur dabei und die werden immer so sitzend dargestellt, indem man die Beine einfach vor den Oberkörper setzt. So sieht das Ganze dann aus, wenn er hier an seiner Schranke steht, um die aufzumachen. Die haben kein Gesicht. Es gibt verschiedene Haare und Frisuren dazu und diese beiden Teile in ein paar unterschiedlichen Farben. Die waren nicht so wahnsinnig lange aktiv, aber ja, machen das Ganze schon mal ein bisschen lebendiger hier. Was gab es dann noch an Ergänzungen? Das Schöne an diesem Schiebezug, ich hol mal seine Waggons dazu wieder. Da. So viele tolle Sachen hier. Halt. So. 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 Der Schiebezug war quasi das Einsteigermodell in die Zugwelt. Man konnte das Ganze aber auf zwei Arten motorisieren. Das ging entweder, indem man hier oben das Ganze als 4,5 Volt Version mit Batteriewagen ausgestattet hat. Dann konnte es also selbst fahren oder wenn man dann richtig groß war schon, konnte man das Ganze auch auf ein 12-Volt-System mit Transformator ergänzen. Dann brauchte man hier in der Mitte noch diese stromführenden Schienen. So. Ansonsten, das ist der Katalog von 76, den ich hier dabei mitgebracht habe. Der zeigt mal so ein bisschen die Spielwelt, die man damals hatte. Also es gibt verschiedene Ersatzwaggons, die man noch dazu packen konnte. Hier ganz viele unterschiedliche Schienenergänzungssets. Wir hatten eben schon Kreuzungen, Weichen, Geraden-Sets, weitere Kurvensets, auch noch weitere Magnetkupplungen. Wenn man da vielleicht noch eigene Ergänzungen gebaut hat oder irgendwas mal kaputt gegangen ist. Auch verschiedene Züge. Hier unten der Bahnhof ist so das größte Ergänzungsgebäude. Einmal Personenbahnhof und einmal eine Füllstation für einen Tankwagen. Und ja, hier ein Spielbild, wie das Ganze dann im Kinderzimmer aussehen konnte. Und wie gesagt, wenn man da etwas größer geworden ist, dann durfte man das Ganze vielleicht dann wirklich mit Transformator entsprechend aufrüsten und konnte das dann auch später mit anderen Systemen noch weiter kombinieren. Gut, dann würde ich sagen, das war's soweit erstmal von mir. Wir haben noch mehrere Züge in der Kiste gefunden und die werden wir euch nach und nach ebenfalls vorstellen. Dann habt viel Spaß beim Bauen und Spielen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!